Herzlich willkommen zurück in dieser Reihe, wo es darum geht, sich interaktive Tools anzuschauen, die wir im Unterricht benutzen können. Und in der heutigen Folge, da geht es ja darum, wie wir Arbeitsblätter, Arbeitsmaterialien mit Hilfsmitteln, die es da draußen schon gibt, ganz, ganz leicht erstellen können. Und zum Anfang wie immer eine Frage an dich. Die Frage lautet: Wie viele Arbeitsmaterialien erstellst du denn pro Woche? Also in der Vorbereitung dieser Folge habe ich mal recherchiert, ob es da draußen so Statistiken gibt, wie viele Arbeitsblätter eine Lehrkraft, wie viele Arbeitsmaterialien eine Lehrkraft im Leben wohl erstellt. Und es gibt zu allem Statistiken, nur leider hierzu nicht. Aber wenn wir mal so von einer wöchentlichen Durchschnittsstundenzahl ausgehen, sagen wir mal 25 Unterrichtsstunden, die ich so gebe, und sagen wir mal vielleicht für 10 Unterrichtsstunden die Woche, erstelle ich selbst ein Arbeitsmaterial. Das heißt nicht, dass ich immer alles komplett neu erfinde, aber zumindest es auf meine Lerngruppe anpasse. Dann sind das 10 Arbeitsmaterialien pro Woche. Und hochgerechnet auf vielleicht 40 Schulwochen ist das eine ganze Menge an Material, was da so im Laufe eines Jahres anfällt und vor allem, was auch im Laufe eines Lehrerlebens anfällt. Und da ist es doch toll, dass es Plattformen da draußen gibt, die uns das Leben ein wenig leichter machen, wo wir per einfachen Verschiebemöglichkeiten, per vordefinierten Bausteinen unsere Arbeitsmaterialien erstellen können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sogar davon profitieren können, dass ja die Intelligenz der Masse zusammenarbeitet und alle Materialien, die es so gibt, da auf dieser Plattform hochlädt. Die Rede ist von Tutory. Tutory ist eine Plattform, eine deutschsprachige Plattform von einem deutschen Hersteller oder Anbieter, sodass der Datenschutz auf jeden Fall gewährleistet ist. Es ist in den Grundfunktionalitäten ein kostenloses Tool und das Ganze läuft über die Seite tutory.de. Und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an, damit du am Ende dieser Folge wirklich fit bist und deine Materialien in Zukunft ganz easy erstellen kannst. Also, wenn du auf die Plattform Tutory gehst, dann hast du dich registriert. Wir setzen mal voraus, dass das jetzt schon erfolgt ist. Also diesen Schritt überspringen wir jetzt einmal und dann landest du genau in dieser Darstellung. Es gibt im Rahmen dieser OER-Reihe übrigens auch noch eine andere Folge, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich den Bestand, den es auf der Plattform gibt, für mich selbst benutzen. Das wollen wir heute mal ein bisschen ausblenden. Wenn es dich interessiert, dann schau gerne mal bei der Christina vorbei. Wir kümmern uns heute ganz intensiv darum, eigene Materialien zu erstellen. Und ich habe im Vorfeld einfach mal ein bisschen rumgebastelt. Deswegen siehst du jetzt hier im Bildschirm schon insgesamt 4 Tabs, kann man sagen. Ganz links steht neues privates Arbeitsblatt erstellen. Und dann gibt es so 3 Testblätter, die ich im Vorfeld jetzt einfach auch nochmal zu gucken, wie läuft das Ganze, erstellt habe. Gehen wir jetzt davon aus, du hast dir ein Unterrichtsthema im Vorfeld überlegt, also etwas, was du wirklich konkret auch umsetzen möchtest. Das ist völlig fächerunabhängig, sei es Englisch, Mathe, Erdkunde, Deutsch, Bio, völlig egal. Ich selber bin ja jetzt Englischlehrer und lass uns doch gerne einfach mal ein Englischbeispiel anschauen. Und wir gucken mal, dass wir dazu ein bisschen was basteln können. Das allererste, was ich machen muss, ist auf den Reiter zu klicken, neues privates Arbeitsblatt erstellen. Der Hintergrund ist, neues privates Arbeitsblatt bedeutet an der Stelle, alles, was ich auf der Plattform mache, kann ich zum einen für mich selbst benutzen, deshalb privat. Ich kann es aber auch, wenn ich entsprechende Lizenzen beachte, auch der Schwarmintelligenz zur Verfügung stellen. Das heißt, für alle zugänglich machen, sodass alle davon profitieren können. Im ersten Schritt gebe ich jetzt das Fach ein. Das Fach ist deshalb wichtig. Es gibt eine Suche, unter der ich dann meine Materialien und andere Materialien finden kann. Und da kann man jetzt ein paar Parameter einstellen. In diesem Fall wechsle ich das Fach auf Englisch. Nehme den Haken bei Mathe raus und klicke OK. Dann kann ich noch festlegen, was für eine Klassenstufe möchte ich mir denn mit diesem Arbeitsblatt, was möchte ich erreichen? Vielleicht ist es die Klassenstufe 6.
Das hilft der Suchmaschine Nare von Tutory, deine Materialien auch wirklich wiederzufinden. Und wenn du das eingestellt hast, musst du natürlich als letztes auch noch einen Titel eingeben, beispielsweise das Thema London. Das ist der Name des Arbeitsblattes, Fach, Klassenstufe. Ich klicke auf OK und schon bin ich in der tatsächlichen Bearbeitungsmaske von Tutory. Und da ist das Arbeitsblatt erst einmal, naja, relativ nackt. Du siehst es oben, kann der Schüler seinen Namen eintragen. In der Mitte steht das Thema des Arbeitsblattes London. Dann steht das heutige Datum, also das Datum, was ich dort eingetragen habe. Und unten drunter steht auch noch einmal das Fach. Über das Zahnrad kann ich hier oben ja so ein paar Einstellungen vornehmen, die zum Layout gehören. Du siehst das schon, da sind ein paar Sachen grau eingeschwärzt. Das bedeutet, im kostenlosen Abo kann ich Dinge nur eingeschränkt am Layout verändern. Wenn ich mich damit näher beschäftigen möchte, dann müsste ich mich für die kostenpflichtige Variante entscheiden. So viel dazu. Auf der linken Seite habe ich jetzt hier oben, ich zoome mal ein wenig ran, verschiedene Möglichkeiten, mein Arbeitsblatt mit Leben zu füllen. Und wir gucken uns das mal der Reihe nach von links nach rechts an. Der linke Reiter, der zeigt mir alle Möglichkeiten an, die ich hier in Tutory tatsächlich einsetzen kann. Daneben gibt es in den anderen Reitern noch eine Kategorisierung, eine Aufteilung nach verschiedenen Parametern, die es mir ein bisschen leichter macht, auch mein Arbeitsblatt mit Inhalt zu füllen. Klicke ich jetzt auf den zweiten Reiter, dann werden mir jetzt allgemeine Inhalte angezeigt. Das heißt, alles, was eher allgemeine Art und Weise ist, kann ich jetzt auf das Arbeitsblatt legen. Wie mache ich das? Nun, ich gehe mit der Maus auf das entsprechende Element drauf, klicke und dann geht das Ganze per Drag and Drop, also klicken, geklickt halten und an der gewünschten Stelle auf dem Arbeitsblatt loslassen. Ich zoome mal wieder ein wenig raus. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Und ich kann natürlich die Überschrift, die ich jetzt gerade reingezogen habe, anpassen. Ich könnte jetzt also hingehen, klicke dafür auf diesen Stift, auf das Stiftsymbol und kann dann hier auf der rechten Seite in dem Bearbeitungsfenster, was dort geöffnet wird, die Überschrift verändern. Beispielsweise in Sites oder ich gebe ein London Sites. Und könnte jetzt die Überschrift markieren, auch fett machen. Ich könnte sie markieren und kursiv machen. Ich könnte der Überschrift eine Farbe geben. All das kann ich einstellen. Wenn ich soweit bin, dann klicke ich auf den Haken und dann werden die Sachen eingeloggt. Dann sind die Einstellungen vorgenommen. Mit jedem Klick auf den Stift kann ich diese entsprechend wieder neu verändern. Das Schöne bei Tutory ist, ich kann dieses Arbeitsblatt komplett in einem vorgegebenen Rahmen anpassen nach meinen Wünschen und Bedürfnissen. Das heißt, ich kann die Überschrift, indem ich sie anklicke, einfach an die gewünschte Stelle ziehen. Und jetzt ist ja die Frage, was macht ein gutes Arbeitsblatt aus? Und ein gutes Arbeitsblatt macht aus, dass es a. eine gute Struktur hat, b. optisch ansprechend ist und c. natürlich ganz klar die Aufgabe in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, eine Aufgabenstellung überhaupt anbietet und die dann auch noch sinnvollerweise zur Verfügung stellt. Ich lege jetzt mal die Überschrift nach oben und gucke mal, welche Elemente können wir noch einfügen. Auf der linken Seite habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dem Schüler, der Schülerin einen QR-Code anzubieten. Und das ist ganz interessant, das dockt so ein wenig an aus einer vorherigen Folge in dieser Reihe der Web-Talks, nämlich ich muss gar kein externes Tool mehr benutzen, um QR-Codes zu generieren, sondern ich kann das direkt hier in Tutory machen. Ich wähle jetzt also den QR-Code und lege den an die Stelle, wo er hin soll. Und wenn ich jetzt auf den Stift draufklicke und mal anfange, die Domain, also die URL, die aufgerufen wird, anzupassen, ich mache das mal. Ich könnte jetzt also hingehen und sagen, ich möchte http:// und dann www. Beispielsweise learningapps.org. Dann siehst du, synchron mit dem, was ich oben rechts eingebe, verändert sich links der QR-Code. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn ich im Vorfeld mir schon einen Link aus einem anderen Tab kopiert habe oder dann meinen Browser nehme. Ich gehe jetzt in eine Plattform wie Learning Apps,
wie CryptPad, all diese Dinge, die es da draußen gibt. Suche mir den Link raus. Vielleicht gibt es auch ein tolles Video zu den Londoner Sehenswürdigkeiten. Lege den Link da rein und schon habe ich den QR-Code generiert. Ich kann mich dann noch entscheiden, ob der Untertitel da dargestellt werden soll, wie oben der Link, oder ob ich vielleicht eingeben möchte, Video with the most important sites. Klicke auf den Haken. Ja, das ist der schöne Vorführeffekt. Eigentlich sollte der links der Haken angepasst werden. Wir gucken gleich mal, warum es nicht funktioniert. Alles fein. Du kannst an der Stelle auch noch ein Symbol einfügen, finde ich auch ganz spannend, in den QR-Code. Macht es gleich ein bisschen griffiger für den Schüler. Das heißt, du klickst auf das Play-Symbol beispielsweise, dann weiß der Schüler direkt, aha, okay, das ist ein QR-Code mit einem integrierten Videoinhalt. Oder du entscheidest dich im Englischunterricht, im Geschichtsunterricht für eine Audiodatei, dann wählst du das Audiosymbol, macht es für den Schüler direkt viel, viel ansprechender und der weiß direkt, aha, was ist es eigentlich, was ich dahinter finde. So, wir bleiben mal bei dem Video. Und ich klicke mal auf den Haken. Wir lassen es mal so stehen und haben jetzt einen QR-Code, beispielsweise zu einem tollen Lernvideo, was wir uns anschauen können. Was können wir jetzt noch machen? Naja, jetzt könnten wir ja überhaupt mal einen Hinweis für den Schüler einbringen. Was soll er da eigentlich machen auf dem Arbeitsblatt? Dafür gehe ich links auf den Reiter Hinweis, ziehe den auch wieder rüber. Und könnte ja jetzt transparent machen, was ist eigentlich die Zielstellung? Was ist der Hintergrund dieses Arbeitsblattes? Und das bedeutet an der Stelle, ich klicke wieder auf das Stiftsymbol, gehe wieder auf die rechte Seite. Die Überschrift heißt Rechenweg, vielleicht Important Information. Und dann fülle ich den Text, der da unten reinkommt, direkt im Baustein. Das heißt, ich könnte hier jetzt hingehen und hinschreiben, was der Schüler lernen soll. Was sind die Ziele, die ich mit dem Arbeitsblatt erreichen kann als Schüler? Was ist der Lernzuwachs, der erreicht werden soll? Also vielleicht Learn about the London Sites. Klicke wieder auf den Haken. Und schon ist auch dieses Element fertig. Und du siehst, ich kann auch natürlich die Größe, die Breite, die Höhe des Elements entsprechend wieder anpassen. Und dann lege ich jetzt vielleicht den QR-Code nach vorne. Neben diesen Hinweis, worum es eigentlich geht. Ich kann auch jeden Baustein, den ich dort habe, entsprechend duplizieren. Das heißt, ich kann hingehen und kann vielleicht auch mehrere solche Felder mit wichtigen Informationen an verschiedenen Stellen positionieren oder untereinander positionieren, einfach damit das Arbeitsblatt insgesamt ein bisschen schlüssiger für den Schüler ist. Auf der linken Seite finde ich jetzt noch mehr Dinge. Ich brauche jetzt allerdings keine Tabelle, ich brauche auch keine Begriffsdefinition. Also gucke ich nach, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und da wählen wir hier auf der linken Seite wieder den nächsten Reiter. Und jetzt bekommen wir die Möglichkeiten, Aufgaben einzubauen. Und auch diese Elemente kann ich per einfachem Drag and Drop wieder von links nach rechts rüberziehen. Das kann sein, dass ich beispielsweise sage, ich habe dieses Video und zu dem Video biete ich dir als Schüler einen entsprechenden Multiple-Choice-Textinhalt an. Gebe ich hier mal rüber. In diesem Fall ist jetzt immer noch das Beispiel von Tutory eingebaut, aber das kann ich natürlich anpassen. Und das mache ich, indem ich auf das Stiftsymbol wieder draufklicke. Und schon sehe ich jetzt auf der linken Seite erstens, welche die richtigen Antworten sind. Die kann ich hier entsprechend auswählen. Ich kann durch einen Klick auswählen, was ist richtig, was ist falsch. Ich kann rauszoomen. Und sehe dann auf der rechten Seite, was sind denn die Antwortmöglichkeiten, die der Schüler überhaupt bekommen soll. Es macht jetzt nicht so viel Sinn in dem Thema London Sites, welche Tiere gehören zu den Sehenswürdigkeiten, macht keinen Sinn. Aber vielleicht, which sites do you see in the video? Und dann gehe ich hin und sage dann beispielsweise Big Ben oder London Eye.
oder den Buckingham Palace oder was auch immer. Ich kann auch nur drei Elemente nehmen, dann lösche ich einfach das vierte Element. Fertig aus. Ich kann jetzt die Elemente, die auf der linken Seite sind, auch einfach nochmal durchmischen. Das, was ich als richtig markiert habe, bleibt so, aber ich kann die Elemente einfach nochmal ein bisschen bunt mischen. Ich kann auch hier hingehen, wie die Form des anzukreuzenden Elements ist. Ist es eher ein Kreis oder ist es ein Viereck? Man sieht das hier, dadurch verändert sich das synchron auf der linken Seite. Ich könnte noch die Schriftarten anpassen, die Schriftgrößen anpassen. Also auch das alles Möglichkeiten, die ich verändern und anpassen kann. Damit könnte ich jetzt dieses Element fertigstellen, indem ich wieder auf den Haken klicke und es dann kopieren, um es dann auch, vielleicht gibt es ja wahrscheinlich mehrere Fragen in deinem Video. Ich gehe jetzt also auf das Duplizieren. Es gibt den gleichen Baustein noch einmal. Und du siehst, er wird jetzt auch automatisch nummeriert mit 1 und 2. Und da würde ich entsprechend die Fragen und Antworten anpassen. Vielleicht ist es dir aufgefallen, während wir arbeiten, wird oben rechts automatisch immer mitgespeichert. Da brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Das macht Tutory für dich. Das ist auch ganz eine große Erleichterung. Denn dann ist das, was du da gerade machst, beim nächsten Login, selbst wenn du mal rausfliegen solltest, immer noch da. Und jetzt kommen wir einfach mal als kleinen Zwischenstand zu einer ganz, ganz tollen Sache von Tutory. Nämlich, du kannst das Material jederzeit, was du dort erstellst, herunterladen. Und du hast zwei Möglichkeiten, das Ganze herunterzuladen. Du kannst zum einen hingehen und sagen, ich lade mir das als Arbeitsmaterial herunter. Oder ich lade mir das Lösungsblatt entsprechend herunter. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich hier auf PDF klicke. Dann fragt mich Tutory, als was möchtest du es denn herunterladen? Möchtest du es als Arbeitsblatt herunterladen oder als Lösungsblatt? Ich entscheide mich in dem Fall für das Arbeitsblatt. Dann dauert es einen Moment. In meinem Browser wird der Download geöffnet und ich mache ihn jetzt einfach mal auf. Und dann sieht das Ganze in einem neuen Tab so aus. Ja, das wäre das fertige Arbeitsblatt für den Schüler. Das richtig, richtig Tolle bei Tutory ist jetzt, dass ich hingehen kann und zusätzlich zu dem Arbeitsblatt mir auch ein automatisches Lösungsblatt generieren kann. Dafür klicke ich wiederum auf PDF, klicke jetzt auf Lösungsblatt und wieder erscheint ein Download. Ich klicke den Download wieder an. Und ich bekomme das gleiche Arbeitsblatt, aber jetzt mit den Lösungen angezeigt. Das heißt, ich muss mich auch darum gar nicht mehr kümmern. Ich kann einfach direkt das Lösungsblatt ausdrucken. Und beispielsweise, wenn ich eine Lerntheke vorbereite, dann kann ich das direkt einmal und zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie oft ich es brauche, ausdrucken, habe aber nur einmal den Aufwand. Weil ganz häufig ist es ja so, wenn ich das analog mache, dann muss ich das Arbeitsblatt selber ausfüllen und dann ist das einfach doppelte Arbeit, wird mir an der Stelle durch Tutory erspart. Wir gehen mal weiter und gucken mal, was für Möglichkeiten es noch gibt. Es gibt in Tutory noch die Möglichkeiten, Sortieraufgaben einzubauen. Es gibt die Möglichkeiten, Lückentexte zu generieren. Ich mache das mal. Du hast einen Lückentext und den kannst du beliebig anpassen. Da kannst du die Lücken generieren, die Lösungen automatisch hinterlegen und schon ist auch dafür dein Arbeitsblatt fertig. Wenn dir ein Element nicht gefällt, klickst du einfach auf das Mülltonnensymbol und dann ist es wieder weg. Und es wird wieder synchron mitgespeichert. Wir gucken mal, was es noch für Möglichkeiten gibt. Du könntest noch Texte einbauen. Du könntest ja sowas wie Zitate auf dem Arbeitsblatt einbauen. Das ist Ausspruch. Du könntest Linien auch einbauen für den Schüler. Natürlich, wenn er selber was machen möchte. Und dann braucht er doch auch Linien zum Arbeiten. Die bietest du ihm einfach direkt mit an. Du brauchst nicht mehr lange Linien in deinem Schreibprogramm zu bedienen. Macht das Programm für dich automatisch. Und wenn du das Element hoch und runter ziehst, dann verändern sich auch automatisch die Linien für dich. Du kannst natürlich für den Mathematikunterricht auch Mathematikaufgaben dort hinterlegen. Kein Problem. Du siehst es hier auf der linken Seite, du kannst Formeln, Funktionen, all das kannst du einfügen hier in Tutory. Dann kannst du hingehen und kannst Bilder einfügen, YouTube-Videos einfügen. Das Schöne ist, ich klicke mal auf Bilder, das ist nämlich auch richtig magisch. Wenn du mit der Maus drüber gehst, hast du zwei Möglichkeiten.
Zum einen könntest du das jetzt auch hier hinziehen. Oder du klickst mal auf die Lupe. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in verknüpften mit Tutree, das haben die auch automatisch eingestellt, mit Tutree verknüpften Bilddatenbanken nach entsprechendem Bildmaterial zu suchen. Du siehst das hier auf der linken Seite. Welche Quellen sollen alle durchforstet werden? Also unter anderem Pixabay oder Flickr, Wikimedia Commons. Auch hierzu gibt es nochmal innerhalb dieser Webtalk-Reihen eine separate Folge nur dazu, wo findest du eigentlich alles kostenlosen Content. Aber wenn du hier in Tutree unterwegs bist, dann brauchst du dich daran nicht drum kümmern, weil das ist schon da. Und wir suchen jetzt einfach mal nach London und stellen dann fest, okay, bei den eigenen Bausteinen habe ich jetzt noch vielleicht nichts hinterlegt. Oder vielleicht doch, wenn ich schon mal was zum Thema London gemacht habe. Und dann gehe ich aber hier runter und sehe dann zu den einzelnen Überschriften, also zu den einzelnen Plattformen, die mir angeboten werden, ja, welche schönen Bilder von London gefallen mir denn? Also von der Plattform Flickr hier an der Stelle. Oder ich gehe mal zu Pixabay. Ja, da gibt es doch hier tolle Bilder. Das macht dein Arbeitsblatt doch direkt viel ansprechender für den Schüler. Es holt ihn emotional viel mehr ab. Es sorgt dafür, dass im Gehirn etwas passiert. Es sorgt dafür, dass unser Gehirn ganz anders assoziiert, Verbindungen aufbaut, Vorwissen aktiviert wird. Alles unterbewusst, aber es macht eine ganze Menge. Und wenn ich mich für ein Bild entscheide, dann klicke ich auf das Bild drauf. Und dann ist das auf meinem Arbeitsblatt da. Und ich habe gar keine an, ich musste nichts runterladen, nichts wieder hochladen. Es ist einfach da. Und natürlich kann ich diese Untertitel, die da unten jetzt drunter stehen, entweder wegmachen. Die kann ich einfach entfernen. Ich kann auch das Bild, den Bildausschnitt entsprechend zoomen. Klicke wieder auf den Haken. Schon ist das Bild auf meinem Arbeitsblatt. Und dann merke ich vielleicht, okay, ich möchte vielleicht erst einmal das Bild oben haben. Man möchte dann vielleicht erst die Textelemente, die Bausteine hier drunter haben. Und dann kann ich das alles immer noch variabel verschieben und verändern. Und wir gucken mal, was es noch an Möglichkeiten gibt. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt einen Test generierst, wäre auch eine Idee, wenn du direkt eine Art Vokabeltest, Kurztest in Mathe, Überprüfung deines Wissens in Erdkunde, alles möglich, dann kannst du natürlich auch direkt zu Felder einbauen mit deiner Unterschrift. Also wo steht Unterschrift oder wo die Punktzahl steht. Du kannst nämlich auch für die Aufgaben Punkte vergeben. Und du siehst schon, dieses Video reicht gar nicht aus, um dich mit all den Möglichkeiten, die es bei Tutree gibt, vertraut zu machen. Weil es eine auf der einen Seite so komplexe Plattform ist, aber gleichzeitig so einfach gemacht, so super nutzerfreundlich. Und als letztes kannst du noch hingehen, kannst Linien und Kästchen anbieten, wodurch du merkst, es ist eben auch nicht fächerbeschränkt oder fächerbegrenzt, sondern eine Möglichkeit für alle Fächer, die da draußen unterwegs sind. Du könntest noch Post-its einfügen, macht optisch was her. Und damit kannst du auch dein Arbeitsblatt ein wenig aufpeppen, weil, ganz ehrlich, wenn du dieses PDF da nachher nimmst und du stellst es über eine Plattform wie Moodle, It's Learning, iServe, Padlet und alle, wie sie da heißen, zur Verfügung, dann ist das Arbeitsblatt auch in Farbe. Es ist schön, es ist ansprechend. Und dann kann der Schüler es eben auch ansprechend gestalten. Er wird doch gleich ganz anders motiviert und angeregt, sich mit dem Lerninhalt zu beschäftigen. Wenn du komplett fertig bist, dann wird das Arbeitsblatt wieder gespeichert. Du kannst wieder hier oben draufklicken auf PDF, dann wird das PDF generiert. Und dann entscheidet sich, ob daraus ein Lösungsblatt oder ein normales Arbeitsblatt wird. Und wenn du sagst, ich habe so ein tolles Material erstellt, dann könntest du sogar dein Material veröffentlichen und mit anderen auf der Plattform teilen. Ja, und dann kannst du sogar einstellen, wo soll das eigentlich gefunden werden, welche Parameter möchtest du noch loswerden. Und dann steht dein Material mit auf der Plattform vom Tutree. Und du bist Teil der Schwarmintelligenz geworden. Denn du absorbierst an der Stelle nicht nur, du produzierst auch. Und davon leben ja solche OER-Plattformen, dass wir auch alle beitragen, unser Wissen, unsere Kompetenzen dort zur Verfügung zu stellen. Deine Arbeitsblätter zum Abschluss findest du natürlich jederzeit wieder, indem du oben links auf das T klickst, für Tutree, und da sehen wir jetzt, ist das Arbeitsblatt London hinterlegt. Und ich kann das jederzeit nochmal
anklicken, bearbeiten, duplizieren. Was ja auch dann interessant ist, wenn es beispielsweise darum geht, differenziertes Arbeitsmaterial zur Verfügung zu stellen. Du erstellst einmal das Arbeitsblatt und passt es dann für eine differenzierte Lernumgebung an. Noch einfacher geht es nicht. Eine super Empfehlung, sich mal ein wenig mit Tutory zu beschäftigen, die PDFs zu nutzen, Content zu produzieren und Content zu nutzen. Und in dem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und sehr gerne bis auf in einer weiteren Folge dieser OER-Reihe Digitale Tools. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.